Dies ist hier ein kurzer Kommentar oder vielleicht wird er auch länger, schauen wir mal, zu dem Video, welches ich gemacht habe, Die Götterschule, und zu dem Buch von Elizabeth April. Ich bin zwar erst zur Hälfte durch mit dem Buch, aber ich denke, es ist wichtig, dass ich hier einiges erwähne, was ich etwas merkwürdig finde. In den Medien, also in den alternativen Medien, wird ja das Buch gerade so ein bisschen gehypt, sage ich mal auf Neudeutsch. Und ich sehe es aber etwas kritischer, denn es sind unheimlich gute Informationen da drin, wie man letztendlich gewisse Dinge auflösen kann und gewisse Informationen, die zur Heilung sehr zuträglich sind, sage ich mal. Es ist alles sehr, sehr interessant und teilweise auch mit viel Humor geschrieben, aber auch relativ traurig. Das Traurige finde ich speziell, dass Elizabeth April sagt, ob es stimmt oder nicht, muss sich selber jeder überlegen. Denn sie sagt, sie sei ein Grey und im Körper eines Menschen. So, was sind denn die Greys? Die Greys sind hochintelligente Wesen, hochmanipulative Wesen und stehen meines Erachtens, so wie ich es wahrnehme, auf der dunklen Seite. Die Greys haben künstliche Körper für sich selber geschaffen, um sich hier in dem dreidimensionalen Raum überhaupt bewegen zu können. Es ist eine Zivilisation, die meines Erachtens ganze Welten manipuliert mit anderen Wesenheiten zusammen. Das ist halt mein momentaner Stand und mein Glaube. Meine Intuition sagt mir einfach, dass sie als junger Mensch meines Erachtens schon ziemlich manipuliert wurde. Ob sie jetzt wirklich diese Wesenheit ist oder ob sie nur durch ein Channeling auf eine gewisse Seite gezogen wurde, kann ich nicht sagen. Definitiv will sie das Gute, bekam aber eventuell auch nur gesagt, dass sie einer falschen Spezies angehört. Oder sie ist es. Ich kann es nicht beurteilen. Aber die Information, und das ist ja immer das Haarige an den Sachen, man muss einfach lernen, über die eigene Intuition zu trennen, was richtig ist und was falsch ist, also was wahre Information und falsche Informationen sind. Da müssen die Filter bei jedem funktionieren, denn sonst kann man in die Irre geführt werden, so wie ich es auch in die Irre geführt wurde mit der Information, die sie brachte. Und deshalb hatte ich ja diese Götterschule gemacht. Denn es ist viel Wahres dran, aber auch eine wichtige Information, die letztendlich falsch ist. Was stimmt ist, dass wir die Summe der Wesen sind aus dem Kosmos. Also unsere Genetik ist eine hybride Genetik aus der Genetik verschiedener Alien-Spezies, sage ich einmal. Und sie erwähnt zum Beispiel, dass es hier kein Gefängnisplanet ist. Das ist meines Erachtens eine absolute Falschinformation, denn es ist hier die falsche Matrix gewesen. Diese falsche Matrix, so nehme ich es wahr, existiert jetzt nicht mehr und wir sind jetzt in der eigentlichen, wirklichen göttlichen Matrix wieder. Und das kann man auch im Außen sehen, wenn man sich den Wahnsinn anguckt, der gerade vorherrscht. Die Dinge funktionieren nicht mehr so, wie sie in der manipulativen, falschen Matrix funktioniert haben. Und deshalb werden die dunklen Mächte auch keine Chance mehr haben. Unser Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein, wächst
Und damit haben die anderen Kräfte keine Chance mehr, weil die Lügen sehr schnell entschleiert werden können. Aber nochmal kurz zurück zur Schöpfung der Menschheit. Also wir sind das Sammelsurium der Genetik außerirdischer Rassen. Dunkel als auch lichtvolle. Der Punkt ist einfach, dass ich nenne sie einfach dunkle Wesen, eine Rasse schöpfen wollten aus Genetik unterschiedlicher dunkler Spezies. Die lichtvollen Wesen hingegen haben dies gesehen und konnten aber nichts dagegen machen, weil letztendlich es ein kosmisches Gesetz ist, dass du einen freien Willen hast und dass dieser gewährleistet wird. Die lichtvollen Wesen also haben gesagt, sie können es nicht verhindern, aber sie intervenieren, indem sie ihre eigene Genetik mit einbringen. Und da, wie gesagt, der freie Wille vorherrscht, konnten die Dunklen dies auch nicht verhindern. Aber dies wird halt im Buch anders dargestellt. Die manipulative dunkle Matrix war schlussendlich da, um uns die Energie zu rauben. Viele unterschiedliche Wesenheiten inkarnierten hier letztendlich auch, um Teil dieses kosmischen Prozesses zu werden, der gerade vorherrscht. Die Blaupause des Planeten Erde, unseres Planeten, wurde korrumpiert und wurde nun wieder zurückgesetzt. Das ist die Summe von Informationen, die ich letztendlich habe. Und es gibt für mich sehr vertrauenswürdige Menschen, die dies letztendlich erfahren haben, gesehen haben. Viele von ihnen hatten früher Todeserfahrung und seitdem sind sie sehr hellsichtig. Eine von ihnen ist Carrie Kay, die ich super finde. Was ich auch empfehlen kann, ist der zweite Blick. Und man bildet sich noch durch andere diverse Quellen eine Meinung und schaut sich dann an, was es dort an Übereinstimmungen gibt. Zu Carrie Kay muss ich sagen, dass sie dies quasi schon einmal erlebt hat. Und Zeit ist letztendlich hier in dem dreidimensionalen Raum relevant. In höheren Sphären, was ja viele von euch schon wissen, existiert die Zeit so nicht. Und sie hat erlebt sie hat schon diesen Prozess einmal miterlebt. Letztendlich ist alles ein Lernprozess. Und es ist gut, wenn man auch mal daneben tappt, sozusagen. Und das passiert ja wirklich auch öfters. Nur man sollte dann an diesen Sachen dranbleiben und wirklich schauen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und irgendwas triggert mich sozusagen, da dann nachzubohren. Und das habe ich, wie gesagt, getan und bin dann zu anderen Ergebnissen gekommen. Und deshalb sah ich es als Pflicht an, hier diesen Kommentar noch einmal abzugeben. Ich unterstelle hier auch niemanden letztendlich eine böse Absicht, der dieses Buch zum Beispiel in den Fokus mehr gerückt hat, weil da schon sehr, sehr viel gute Informationen drinstehen. Und zum Teil stimmt ja auch die Aussage in Sachen Genetik. Aber letztendlich, wie so oft, einfach nicht alles. Und wenn wir genauer immer hinschauen, dann kann man letztendlich auch die, ich nenne es mal Wahrheit, von der Lüge trennen. Und das geschieht
überall im ganz großen Rahmen. Und deshalb wird es gut werden, weil wir uns in der neuen, göttlichen, echten Matrix bereits befinden. Deshalb funktionieren gewisse Sachen nicht mehr. Die Illusion ist vorbei. Und gewisse Praktiken, schwarzmagische Praktiken, funktionieren so nicht mehr. Alles ist Schwingung und die Schwingung wird erhöht und wir beeinflussen zunehmend auch diese Schwingung, also die Schwingung des Kollektivs, weil wir unsere Schwingung erhöhen. Und deshalb wird auch alles viel transparenter. Und man darf nicht in die Angst kommen. Warum auch? Wir sind letztendlich die Schöpferwesen und die anderen sind nur die Parasiten. Und wenn dieser Shift kommt, wird alles letztendlich egalisiert. So sehe ich das mittlerweile. Es wird alles aufgelöst werden, alles heilt und jedes Wesen kommt dorthin, was dem Schwingungsbereich des Wesens letztendlich entspricht. Dieser Frequenzbereich nennen die einen 4D, der weitere Frequenzbereich, der höhere, wird 5D genannt, aber das sind ja letztendlich Frequenzbereiche und da gibt es auch logischerweise einen Übergang. Es wird interessant werden, wie letztendlich sich das alles gestalten wird, aber es ist zu sehen. Also habe keine Angst vor irgendeinem Geschwafel in Sachen Dritter Weltkrieg. Dies wird nicht so eintreffen und sollte es soweit kommen, dann wird dieses definitiv verhindert werden. Halte deine Schwingung hoch, denn damit kommt immer mehr die dunkle Seite ins Wanken. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und hinter zusammenkneifen, dann kommen wir da schon gut durch. Also alles Gute, alles Liebe. Bis demnächst. Ciao.